Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Predigtbar, der allerersten Folge im Jahr 2022. Ich freue mich sehr, heute Markus Lang, seit 2016 Pfarrer in Vöcklabruck, bei uns begrüßen zu dürfen. Nach einigen Umwegen, wie beispielsweise 10 Jahren in Forschung und Lehre an der Evangelisch-Theologischen Fakultät Wien, ist er nun dem Ruf gefolgt und ganz und gar im Pfarramt angekommen. Pfarrer in einer Kleinstadt zu sein, verbindet für ihn das Beste von Stadt und Land. Und so ist es, wie er sagt, auch in seiner Gemeinde uneingeschränkt lebens- und liebenswert. Obwohl Corona ein bisschen gebremst hat, tut sich sehr viel in dieser Gemeinde, deren Leitbild Raum zum Leben reich an Segen ist. Ich zitiere: Und mittendrin darf ich mit meiner Familie sein, wirken und leben. Es war eine der besten Entscheidungen meines Lebens, Pfarrer zu werden. Und das auch noch in Vöcklabruck. In seiner Predigt spricht er heute über die Jahreslosung für das Jahr 2022. Er erzählt von seiner Kindheit im Burgenland, von offenen Türen, Besuchen bei Nachbarn, von einer kleinen, heilen Welt. Und er vergleicht die Situation mit heute. Was machen verschlossene Türen mit uns? Reale und gedachte. Auf der einen Seite Sicherheit und Privatsphäre, auf der anderen Seite ausgesperrt sein, Einsamkeit. Und wie ist es denn mit den offenen Türen, wo wir einfach willkommen sind? Ich wünsche euch viel Freude mit dieser schönen und spannenden Predigt. Und ich wünsche natürlich ein frohes und gesegnetes Jahr 2022, begleitet von Zuversicht und Hoffnung. Ich freue mich sehr auf ein weiteres Jahr mit vielen spannenden Predigten. Und ich nutze die Gelegenheit, um mich bei den vielen Predigern und Predigerinnen zu bedanken, die uns ihre Predigten zur Verfügung gestellt haben. Und ganz besonders möchte ich mich auch bei unserem Technikteam bedanken für den großartigen Einsatz jede Woche. Nun aber viel Freude mit der heutigen Predigt. Wir hören uns nächste Woche wieder. Ihr Lieben, wenn da auf dem Kalenderblatt eine neue Zahl oben steht, dann spürt man halt doch wieder ein Jahr vergangen und das heißt auch wieder ein bisschen älter. Nicht nur mit dem Geburtstag haben wir das Gefühl. Ja, und lang sind manche Dinge her. Richtig lang ist sie her, meine Kindheit in einem kleinen Dorf im Burgenland. Behütet von meiner Familie bin ich aufgewachsen und es gab da halt noch so viel mehr Leute, die sich gekümmert und gesorgt haben, die vielen Nachbarn in diesem kleinen Dorf. Und bei denen war ich oft. Denn im Dorf meiner Kindheit gab es keine verschlossenen Türen. So zumindest meine Erinnerung. Ich wusste, wie ich in jedes Nachbarhaus komme. Und sei es durch die Hintertür oder durch einen versteckten Schlüssel. Und der vielleicht ein klein wenig vorlaute Lausbub war allen herzlich willkommen und besonders bei den älteren Nachbarn war ich sehnsüchtig erwartet. So die kleine, heile Welt meiner Kindheit. Aber die Welt hat sich weitergedreht und heute ist doch wirklich alles ein klein wenig anders geworden. Hast du eh zugesperrt? Dieser Satz gehört vermutlich zu den Top 10 der zwischen mir und meiner Frau gewechselten Sätze. Und vermutlich wird es vielen von euch auch so gehen. Hast eh zugesperrt. Also verschlossene Türen geben uns offensichtlich etwas und die sind wichtig. Die geben uns offensichtlich ein Gefühl der Sicherheit, ja, der Privatsphäre. Und so gehört neben diesem Top 10 Satz ein Gegenstand zu den Top 3 der am meisten gesuchten Gegenstände, nämlich der Schlüssel. Nummer 1 ist und bleibt das Handy. Wir wollen also für uns, für unser Leben, für unsere Lieben und unser Hab und Gut die Sicherheit, die uns offensichtlich verschlossene Türen geben. Denn woher käme denn sonst die Angst, offen gelassen zu haben? Tür zu und sicher. Das ist die eine Seite der Medaille. Die Kehrseite der Medaille ist aber genauso die verschlossene Tür. Eine Tür, durch die ich nicht hinein kann.
obwohl ich es gern würde. Ausgesperrt sein, nicht rein dürfen. Eine zugeschlagene Tür. Auch diese Erfahrung kennen vermutlich viele von uns. Und das ist nicht nur so mit der eigentlichen Tür, sondern mit den Türen in unserem Leben, die etwas anders sind, die wir manchmal in unseren Beziehungen zufallen hören und manchmal auch zuschlagen. Die Tür ist zu. Da führt kein Weg hinein. Und im letzten Jahr haben wir die Erfahrung gemacht, dass viele gewohnt offene Türen plötzlich zufallen können. Lockdowns, Zugangskontrollen, 3G, 2G plus, 2G, 1G und so weiter und so fort. Verschlossene Türen. Verschlossene Türen machen etwas mit uns. Nicht nur die realen, sondern auch die symbolischen, die gedachten. Die sind dann fast ein Sinnbild für die Zwiespältigkeit unseres Lebens. Einerseits wünschen wir Offenheit, andererseits wollen wir auch ganz gern zumachen und zu sein. Auf der einen Seite Sicherheit, Geborgenheit, Privatsphäre. Auf der anderen Seite ausgesperrt sein, nicht gewollt werden, Einsamkeit. Und die offenen Türen? Also wenn ich zusperre, dann tue ich das doch recht gern. Aber genauso freue ich mich eben, so wie ich damals als kleiner Bub, über offene Türen. Über eine Tür, die mir offen steht und wo ich einfach willkommen bin. Das ist doch fast schöner als jede verschlossene Tür. Wäre es nicht schöner, wenn wir in so einer Welt leben würden, in der einfach alle willkommen sind? Die Hoffnung auf so ein Leben, des Willkommenseins, des Geborgenseins bei aller Offenheit, führt uns ja hier und heute in dieser Kirche zusammen. Denn das Angebot Gottes dafür liegt auf dem Tisch. Heuer eben in der Jahreslosung. Im Johannesevangelium spricht Jesus Christus: Wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Wir haben es vorher im Eingang schon gehört, Gott kommt zu uns, den zieht es zu uns Menschen. Das hat uns eben zu Weihnachten eindrucksvoll gezeigt. Und er stößt damit die Tür zu sich durch seinen Sohn weit auf. Und er setzt alles daran, um uns da durchzuziehen. Aber aufzwingen tut er sich nicht. Aber wer sich ziehen lässt, dem gilt Jesu Zusage. Wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Denn so befolgt er den Auftrag seines Vaters und versucht ihn auch den Umstehenden nahe zu bringen. Im heutigen Predigttext rund um die Jahreslosung bei Johannes im 6. Kapitel. So spricht unser Herr Jesus Christus: Alles, was mir der Vater gibt, kommt zu mir. Und wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Denn dazu bin ich vom Himmel herabgekommen. Nicht um zu tun, was ich selbst will, sondern was der will, der mich beauftragt hat. Und das ist der Wille dessen, der mich beauftragt hat. Ich soll keinen von denen verlieren, die er mir anvertraut hat. Vielmehr soll ich sie am letzten Tag vom Tod auferwecken. Denn das ist der Wille meines Vaters. Alle, die den Sohn sehen und an ihn glauben, werden das ewige Leben erhalten. Herr, öffne unsere Ohren und Herzen für dein Wort. Amen. Gott macht die Tür weit auf. Nach Bedingungen hört sich's nicht an, außer darauf zuzugehen und uns von ihm rufen zu lassen. Das war auch schon zu Lebzeiten Jesu nicht immer einfach. Diese Offenheit, die ging manchen zu weit. Diese Offenheit zu Gott, das geht zu weit. Das ist eine Zumutung, der überschätzt sich total. Wir wissen doch, wo der herkommt. Dann gehen wir lieber. Das hat er oft erfahren. Und an Jesu Anspruch auf uns scheiden sich bis heute die Geister. Denn seine Worte passen nicht in unser Schema. Die sprengen oft unsere Vorstellungskraft. Wie soll ich das verstehen?
dass wir nur zu Jesus kommen können, wenn Gott uns zuvor anspricht, wenn er uns seinem Sohn anvertraut. Was passiert, wenn Gottes Wort unser Herz nicht erreicht? Besser vielleicht, wenn seine Einladung nicht ankommt. Und wie verbindet sich der Wille Gottes mit unseren, damit wir diese Einladung überhaupt hören und ihr folgen können? Das sind viele Fragen, die da rauskommen, und diese Spannung können wir nicht auflösen. Muss auch nicht sein. Denn wie eine Einladung ist auch unser Glaube unserer Verfügbarkeit, unserem Zugriff entzogen. Der bleibt ein Geschenk. Mehr noch, ein Geheimnis. Ein unerklärlicher Ausdruck von Liebe, von Gottes Liebe zu dir und zu mir. Jesus lädt uns ein, im Namen seines Vaters, auch wenn wir hier das Abendmahl feiern. Denn da ist Jesus ganz da. Jesus möchte ganz bei uns sein, ja in uns sein, wie bei den Abendmahlsgaben. Im Hier und Jetzt, bei dir und in dir. Und nichts und niemand kann uns von ihm trennen, von seiner Liebe. Denn das hat er dann auch gezeigt. Nicht einmal der Tod. Jesus ist da. Er ruft mich. Und er ruft durch meine Tür. Er steht an meiner Tür. Er tritt aber nur ein, wenn er nicht abgewiesen wird. Wenn ich das Geschenk annehmen kann. Er fordert nicht, dass ich ein besonderer Gastgeber sein soll, sondern auch ich muss einfach nur die Tür aufmachen. Denn er kommt von Gott. Und das sagt er oft genug in seinen Ich-Bin-Worten, stellt er sich vor. Das sind mächtige Bilder voller Vergleiche, wenn Jesus spricht: Ich bin das Brot des Lebens, wer zu mir kommt, wird nicht mehr hungern. Und wer mich glaubt, wird nie mehr Durst haben. Jesus spricht: Ich bin das Licht der Welt. Wer mir folgt, irrt nicht mehr in der Finsternis umher. Vielmehr wird er das Licht des Lebens haben. Jesus spricht: Ich bin die Tür. Wer durch mich hineingeht, wird gerettet. Er wird hinein und hinausgehen und eine gute Weide finden. Ich bin gekommen, um ihnen das wahre Leben zu bringen. Das Leben in seiner ganzen Fülle. Jesus spricht: Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Es gibt keinen anderen Weg zum Vater als mich. Jesus spricht: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer lebt und an mich glaubt, wird in Ewigkeit nicht von Gott getrennt. Glaubst du das? Ihr Lieben, das Angebot liegt auf dem Tisch. Die Einladung ist zugestellt. Und doch hält sich so wie damals die Begeisterung der Menschen oft in Grenzen. Oft bleibt die Einladung ungehört oder landet halt im Papierkorb. Vielleicht auch, weil viele den Gastgeber nicht kennen und nicht kennen wollen und sich lieber in ihren vertrauten vier Wänden aufhalten, zusperren von innen. Aber die Tür dessen, der einlädt, die bleibt Tag und Nacht geöffnet. Und Jesus ist Tag und Nacht für dich offen. Er hört dein Gebet, er weicht keiner Frage aus. Er hält es auch aus, wenn wir meinen, gerade Wichtigeres zu tun zu haben, als uns mit ihm und seiner Einladung zu befassen. Aber die Einladung liegt auf dem Tisch. Nur wenn ich sie höre, nur wenn ich mich hin zu dieser offenen Tür wage, dann lerne ich den Gastgeber und seine Qualitäten auch kennen. Jeden Tag, jede Minute meines Lebens lädt Gott mich ein und sagt: Ich warte auf dich. Ich weise dich nicht ab. Meine Tür steht
für dich offen. Er wartet mit offenen Türen. Wobei, ein bisschen, was gibt es da schon noch? Auch an seiner Tür gibt es eine Zugangskontrolle. Es gilt 3G. Die muss ich aber nicht selber erfüllen. Da muss ich nicht irgendwo hingehen und mir ein Zertifikat holen, sondern das 3G, das an seiner Tür gilt, das hat er für mich schon längst erfüllt. Das hat Gott für mich in diesem Kind, in diesem Mann am Kreuz gemacht. Gottes Einlasskontrolle. Sein 3G. Du bist geliebt. Du bist gewollt. Du bist gerufen. In Jesu Namen. Amen.